Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute kümmern wir uns um den Käfer, denn wir wollen den alten Motor jetzt raushängen, damit, wenn der neue fertig ist, wir alles parat haben, um ihn reinzuhängen. Um diesen Motor geht's heute. Das ist mein 1600 Kubik Motor aus Belgien, wie viele schon wissen. Der muss jetzt raus, wir wollen alles parat machen, dass, wenn der neue Motor, den wir leider noch nicht fertig gebaut haben, dann soweit ist, dass wir ihn gleich reinhängen können. Warum bauen wir nicht erst den neuen Motor fertig, bevor wir den alten rausbauen? Das liegt daran, dass uns noch die Zylinderköpfe fehlen. Deswegen machen wir jetzt mal alles parat, dass, wenn die kommen, stecken wir ihn noch drauf, schrauben den Rest zusammen und hängen ihn direkt da rein. Dafür muss der natürlich raus. Wir müssen ein bisschen was an Motorraum machen, aber das seht ihr im Laufe des Videos. Das heißt, das Ding jetzt erstmal hier auf die Bühne schieben, einmal hochnehmen und Motor ausbauen. Käfer ist auf der Bühne. Ich habe schon angefangen, hier die Kabel vom Motor zu lösen. Werde jetzt nach und nach die ganzen Anbauteile wegbauen, um ihn dann rauszuziehen, runterzulassen, um dann diesen Motor, wenn er irgendwann fertig ist, reinbauen zu können. Jetzt wird erstmal ausgebaut und ich hoffe, das wird eine schnelle Nummer. Mit einer Bühne. Habe ich nie gemacht mit einer Bühne. Geil. Day ones, no time for fake ones. Got me, I got you. All dreams, they come true. Stay down till the end. Need me, I need them. Whole team gon' make ends. No time for fake friends. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle. I never be going to switching it up. Rockin' with the people who be following me when I never thought it would happen and I never got love. Now they wanna piggyback on everything I got. I never knew one from the bottom, but now I've had enough. Please stay away. Find a new hobby, cause you've been too close to my personal space. Don't make me call out your names, but I'll go there and you gonna make me put you in your place. I'm trying to put my whole crew in a wraith. Came a long way from that minimum wage. Funny how money be bringing out people who never remember the time that they paid. Count it up on my two hands. If you wanna talk, I need two bands. I don't play around with no loose ends. And I never wanted no new friends. I keep it real, you can ask the fans. Don't get involved if you're not my fan. But if you were willing to sacrifice, when I roll the dice, then I'm counting you in. Say once, day ones, no time for fake ones. Got me, I got you. All dreams, they come true. Stay down till the end. Need me, I need them. Whole team gon' make ends. No time for fake friends. Ain't about money, it's about being loyal. Cause when I had nothing, they stayed on my soil. The grass might be greener on the other side, but not for the ones who left me out to dry. I can forgive, but I never forget. Money is power, but care about respect. If you've been focused on credit or debit, then I'ma pay you a reality check. Some of the riches be feeling depressed. Material shit don't compare to the rest. I move around with my real ones, making memories worth millions. Goddamn, part of the plan. Do what I do when I do it for them. 7 a.m. and I'm going to bed. I can't let the competition get ahead. I've been going like I never got to run. I wanna stop it. I've been thinking about the people who be talking about they love it. And I know I gotta keep on winning. Never gonna give in to the negative energy. Cause I gotta go and get up for the same ones, day ones. No time for fake ones. Got me, I got. Nicht so, Chris. Fresher Habibi, Alter, muss man auch zeigen im Video. So, unterwegs im Golf GTI vom Chrissy Crisscross hier drüben zu meiner von euch aus rechten. Wir sind auf dem Weg zu Marvin in die Halle, denn er hat noch ein paar Teile von meinem Motor, genauer gesagt die Köpfe, hat er noch liegen. Die gehen jetzt zum Bearbeiten. Dafür braucht er noch einen Zylinder und einen Kolben von mir. Die habe ich im Kofferraum. Die bringen wir jetzt. Und dann klären wir da oben mal, wie es jetzt weitergeht. Denn wir wollen ja spätestens nächstes Wochenende das Ding zum Laufen bringen. Und ja, jetzt fahren wir erstmal zu Marvin und dann gibt es noch ein Update. Die Dame. So, angekommen, der Herr. Boah, ist das dunkel. Jetzt ist hell. Okay. Das sind unsere Patienten hier. Und Marvin hat schon ein bisschen zerlegt. Erzähl mal den Leuten, was du mir gerade erzählt hast.
haben jetzt ein Ventil schon ausgebaut. Mhm. Und wir mal sehen, dass die Dichtfläche nicht mehr ganz so gut ist hier. Ja. Ist total verkohlt. Weil wenn die Ventile die ganze Zeit offen gewesen sind, klar, das Öl brennt sich hier irgendwo fest. Und ja. Da sieht man, das muss alles sauber gemacht werden. Das wird alles schön poliert und geschliffen mit der Schleifpaste. Und dann ein bisschen Leistungssteigerung machen. Ah ja, klar. Was genau machen wir da? Einlasskanäle. Die Kanäle hier, die machen auf. Fräsen noch. Mhm. Wenn es keine Verwirbelung gibt, dann ein paar Millimeter abnehmen. Und dann hast du richtig brachiale Leistung. Kann der dann burn? Der kann dann burn, ja. Ey, wie geil wäre das, wenn ich im LB-Käfer Burnouts machen könnte. Ah ja, hier ist unser Kolben noch, den habe ich mitgebracht. Und wir haben jetzt gerade mal geguckt, was draufsteht, weil wir waren uns nicht sicher, was wir jetzt eigentlich wirklich in dem Motor haben. Denn ich wusste, es ist ein 1800er, aber wir waren ein bisschen verwirrt, als wir ihn auseinandergebaut haben, weil es für uns nicht auf den ersten Blick wirkte wie ein 1800er, es wirkte wie ein 1600er. Jetzt haben wir geguckt, was draufsteht, wir haben es mal ein bisschen säubern können. 86,95, also es ist schon mal kein 1600er, denn das war 85,5 ist 1600er und wir haben hier definitiv einen größeren Kolben, der geht zum Motorenbauer. Und dann können wir das Ding wieder zusammenstecken. Ich lackiere das Wochenende noch den Gebläsekasten übrigens. Ja, habe ich gestern schon abgeschliffen. Wo sind wir hier? Auf dem Affenberg. Warum Affenberg? Unsere Kollegen weil da Affen sind. Ich wohne seit 2 Jahren hier am Bodensee und bin heute das erste Mal hier, weil ich erfahren habe, dass hier fucking Affen sind, Mann. Wo sind sie jetzt, die Affen? Ich sehe nur einen. Oh, wo, wo, wo? Oh, da sitzt ein fucking Affe. Alter, chillt der ab, ey. Der Blick. Oh, geil. Ganz gechillt, Alter. Der gönnt sich, ey. Voll geil. Jetzt komm. Zack. Lecker. Oh, der hat ganz weiche Finger. Familienausflug, super, machen wir nochmal. Ja. So, Ausgang, let's go. Endlich wieder normal jetzt in die Halle, wie immer. War ja voll strange, mal nicht zu schrauben. Oh, DSG, DSG. Ist nicht frei, musst du kurz warten. Oh. So, wieder in der Halle angekommen, in dem altbekannten Gebiet. Da fühlen wir uns wohl am Wochenende. Und hier ist auch schon der bereits grundierte Gebläsekasten. Ich habe ihn schon angeschliffen leicht, einmal schon entfettet. Jetzt hänge ich hier die Plane wieder aus, mache hier dicht, dann entfette ich noch ein zweites Mal, entstaub die Kiste, rühre meinen Lack an, der ist bereits schon über ein Jahr alt. Ich hoffe, der ist noch gut, der steht hier auf dem Polo. Bereite ich den Kompressor vor und lackiere das Ding heute noch in Türkis. Ich habe jetzt alles vorbereitet. Das ist unser über ein Jahr alter Lack. Ist noch flüssig, aber ich schüttel den jetzt lieber schon mal durch, weil der leicht klumpig wirkt. Ja, da ist ein Klumpen drin auf jeden Fall. Dass das Lüfterrad von der Lichtmaschine dann nicht anfängt zu schleifen, denn das ist wirklich verdammt eng. Und wenn da zu viel Lack drauf kommt, habe ich die Angst, dass wir dann einen Abrieb haben. Das versuche ich so zu vermeiden. Ja, sicher, sicher. Erste Schicht ist drauf, sieht schon ziemlich nice aus, aber sicher ist sicher, ich mache jetzt noch eine zweite drauf logischerweise. Aber ich denke,
so eine ordentliche Lackierung im Bläsekasten und nicht mit der Dose wie sonst immer, wird schon ordentlich was hermachen, wenn man die Haube aufmacht. Also da gebe ich mir jetzt wirklich Mühe, dass das so gut bleibt, wie es jetzt schon aussieht. Ja, das mit den Tüchern hier war vielleicht nicht die beste Idee. Habt ihr vielleicht gesehen, die sind rausgeflogen. Die lasse ich jetzt einfach weg und schleife am Schluss einfach innen drin den Lack dann weg, wenn es wirklich zu viel ist. Aber bevor mir da jetzt in den frischen Lack dann so ein blödes Tuch reinfliegt, das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Also kurz ablüften lassen, Pistole nachfüllen und zweite Schicht. Yeah! So, fertig lackiert. Wir machen Feierabend hier in der Halle für heute. Hat super geklappt. Schön glatt geworden. Ich freue mich schon richtig, den Motor dann zu sehen mit den ganzen schönen schwarzen Blechen. Ein bisschen Chrom haben wir noch dann drin. Das wird bestimmt mega nice. Wir gehen jetzt eine Runde essen und heute Abend noch ein bisschen Billard spielen, wo ich euch alle fertig machen werde. Stimmt nicht, ich bin echt schlecht. Ach komm! Bist du nervös? Sei nicht nervös, okay? Es geht um gar nichts. Es geht nur um den Sieg, also mach jetzt was. Wow. Sie war stets bemüht. Ich will nichts hören. Ich habe schon zwei mehr als du. I have no idea what I'm doing. Sorry, aber es kommt mir vor, als ob die Videos diese Woche ein bisschen durcheinander sind. Also, wir haben jetzt quasi den nächsten Tag, bereits schon wieder Spätnachmittag. Ich bin auf dem Weg in die Stadt, denn ich muss noch ein paar Audi-Teile kaufen. Direkt bei Audi mache ich das. Ich erkläre gleich, worum es geht. Ich muss mich nur beeilen, weil die haben nicht mehr so lange offen. Und dann quatschen wir, was der weitere Plan ist hier. In Zeiten des Krieges sehnt man sich nach Frieden. Baggies in der Schule und alle haben gelacht, aber ein paar Monate später brüllten alle. So, ich bin jetzt angekommen bei Audi. Ich renne jetzt schnell rein. Ich habe noch 20 Minuten. Ich bin der Penner, der kurz vor Feierabend reinkommt und noch so eine Liste hat. Trotzdem hoffe ich, dass sie alles da haben, beziehungsweise dass ich alles bestellen kann, was ich noch brauche. Denn dann können wir das am Wochenende verbauen und sind bereit für unseren Roadtrip. Mehr dazu erzähle ich euch gleich. Sind Sie bei uns als Kunde erklärt? Ich habe schon mal Sachen gekauft, ja. Aber ich war mit dem Auto noch nie hier. Ich habe nur Teile gekauft. Okay, in dem Fall. Ja. Die Dichtung für den Kofferraum bräuchte ich neu. Die haben so dünne Gummidichtungen vorne an der Tür. Also nicht die hinteren dicken, sondern die, wo quasi an der Vordertür dann abschließt. Die vorne? Ja, genau. Die hier war es. Genau, die 15. 6,5 Stunden später. So, hat gut geklappt. Gerade noch rechtzeitig reingekommen, alles bestellt. Super Service wie immer bei Audi. Kann ich nur jedem empfehlen, bevor man da lange im Internet rumsucht. Kostet vielleicht 2-3 Euro mehr, aber es passt auf jeden Fall. Qualität ist auch super. Und ja, man wird einfach super bedient und kriegt die Teile innerhalb von einem Tag. Sehr geil. In der Halle angekommen. Wie ihr seht, Käfer immer noch auf der Bühne oben. Und Motor steht immer noch hinten in der Ecke unter der Plane. Ja, ihr habt ja mitbekommen, dass wir leider nicht am Motor arbeiten konnten. Denn die Köpfe sind noch nicht fertig. Die Köpfe hier sind jetzt in diesem Moment gerade zusammen mit Marvin beim Motorenbauer. Ich hoffe, er macht ein paar Fotos und ein paar kleine Videos, dann kann ich die ins nächste Video reinschneiden. Die werden jetzt gerade neu gemacht, bearbeitet und spätestens Ende der Woche haben wir die hier und können den Motor wieder zusammenstecken und reinhängen. Nächstes Wochenende, ich traue es mich gar nicht zu sagen, aber ich riskiere es jetzt einfach, nächstes Wochenende fahren wir die erste Runde mit dem Wagen. Ich habe noch neue Reifen besorgt, ich habe noch ganz viele andere Kleinteile besorgt, die ich brauche, damit er wieder sicher fährt. Das heißt, es ist alles vorbereitet. Dieses Wochenende gab es dann leider nicht allzu viel zu tun. Ja, das ist leider manchmal so. Man hat so viele Projekte und kein steht hier zum Weiterarbeiten. Motor, ganz großes Projekt vom Käfer, konnten wir nicht wirklich viel machen. Also habe ich mit alten wenigstens mal rausgebaut, damit wir vorbereitet sind, den neuen reinzuhängen, wenn alles klappt. Audi steht nach wie vor beim Uwe.
der macht gerade wirklich Vollgas. Das Ding wird so dermaßen auf Hochglanz gerade poliert. Ich freue mich schon enorm, euch das Resultat auch im nächsten Video zu zeigen. Dieses Wochenende nicht allzu viel passiert. Ich hatte euch ja mal gesagt, die Leute, die schon länger dabei sind, erinnern sich vielleicht. Es ist schwer, jedes Wochenende mega abzuliefern und ein Fahrwerk einzubauen, ein Auto zu lackieren und was weiß ich zu machen. Manchmal muss man auch Sachen vorbereiten und auch das möchte ich natürlich festhalten, wie alles, was ich an meinen Autos mache. Freut euch auf jeden Fall auf nächstes Wochenende. Ich traue mich sogar zu sagen, dass es zu viel Content für ein Video wird. Es kann also sein, dass es sogar zwei Videos geben wird, also nicht nur am Donnerstag. Es gibt nämlich noch eine Sache, über die wir gar nicht geredet haben, und zwar der Audi. Wenn der beim Uwe fertig ist, geht das Ding einmal zum Spur einstellen und dann werden wir die erste lange Fahrt machen. Wohin genau und warum, findet ihr auch im Video heraus. Also ganz, ganz viel Ungewisses, was ich euch jetzt hier noch mit auf den Weg gebe. Aber ich hoffe, ihr habt Bock. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.